Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und so wollte ich euch heute so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir finden und Quests und dann Wolf Inn und hier haben wir das Achievement Krabbler Taxi Kirmes, so rum. Und dafür müssen wir Folgendes machen: Fahrt mit dem Krabbler Taxi der Hochhöhlen eine ganze Runde um den Distrikt. Und dazu bin ich einmal hier unten in der Stadt der Fäden. Und hier bin ich jetzt aktuell bei den Koordinaten 72, 71. Und dort haben wir ein Krabbler-Taxi, das fährt hier quasi immer im Kreis rum. Und das Ziel von dem Achievement ist quasi, damit eine Runde zu drehen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir es haben. Ah, da ist er, Kollege. Und also da muss man jetzt in die Normalgestalt gehen und dann können wir einfach einsteigen. Also da ist so ein, ja, minder hübscher Neruba-Fahrer mit so einem Käfer vorne dran und wir fahren da jetzt einfach rum. So wie es aussieht, während wir in dem Taxi hocken, sehen uns diese Wachen nicht. Das Ganze ist jetzt hier unter Quests drin. Ich kann euch jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob ihr dafür was freischalten müsst. Ich vermute, man soll oder man muss die Main-Kampagne spielen, ne? Um das Ganze hier ein bisschen freizuhalten. Hoi. Ah, okay, der hält hier kurz an und dann geht's weiter. Also hier ist, glaube ich, auch der ursprüngliche Spot, wo es losgeht, ne? Also auf den Koordinaten 65, 57. Da findet er ihn und dann fährt er halt hier quasi einmal komplett außenrum. Ist relativ langsam, wie ihr seht. Also zieht sich schon ein bisschen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob da mehrere Leute reinhocken können. Also Platz scheint noch zu sein. Kann natürlich sein, wenn hier schon jemand drin hockt, dass ihr dann warten müsst, bis ihr eure Runde fertig fahren könnt. Sollte er bei euch, wie gesagt, nicht da sein, dann kann es natürlich sein, dass hier einmal ihr nicht genug gequestet habt, ne, dass ihr das noch ein bisschen freiquesten müsst. Oder dass halt dementsprechend wer anders da gerade das Teil besetzt. So, jetzt sind wir am nächsten Punkt, da wartet er wieder. Also so wie es aussieht, ist das schon eine langwierigere Geschichte. So, weiter geht's. Gut ist, dass wir die Wachen hier quasi nicht pulten, ne? Sonst wäre das eine bisschen ätzendere Angelegenheit. Zahlen müssen wir übrigens nichts, ne? Also zumindest bis jetzt nicht. Mal gucken, ob es vom Ausstieg der Fall ist. Okay, jetzt ist die nächste Haltestelle. Ja, ist aber eine ganz witzige Sache, muss ich sagen. Also, bisschen nervig, dass er jetzt hier jedes Mal anhält. Aber okay, dafür müssen wir eigentlich nichts machen, ne? Einsteigen und zuschauen. Eigentlich können wir schon ganz froh sein, dass das nicht irgendwie eine Route ist, wo er hier, ne, einmal durch die komplette Stadt fährt. Also es ist jetzt eigentlich hier nur diese kleine Strecke. Können auch das Interface ein bisschen ausblenden. Können wir uns die Stadt ein bisschen genauer angucken. Jetzt mit dem Drachenfliegen lässt man sich ja oftmals nicht so viel Zeit. Flitzt einfach nur drüber, sieht viele Sachen nicht. Aber man hat ja zumindest die Möglichkeit, aktuell auch das normale Fliegen freizuschalten. Es ist ein bisschen angenehmer. Vor allem, dass man in der Luft dann auch stehen bleiben kann und quasi auch mal AFK in der Luft campen kann, ohne dass man jetzt von Mob ständig angegriffen wird. Das hat schon auch seine Vorteile. Oder man fährt einfach so mit zum Karren, dann wird man auch nicht angegriffen. So in dem Blickwinkel sieht es schon fast so aus, ob ich dieser Krabbler bin. So, jetzt müsste noch eine Station kommen, oder? Ja. Und dann sind wir eigentlich komplett rumgefahren. Wo bin ich denn eingestiegen? Ich glaube, hier kurz vor der anderen Station bin ich eingestiegen, ne? Komm, Hühot, auf geht's. Will man kein Wagenrennen hier mit der Geschwindigkeit. So, hier sind wir anscheinend eingestiegen. Also es geht wirklich nicht pro Station, sondern genau der Einstiegsort. Juti, damit ist das Achievement aufgeploppt. Das waren jetzt, was waren das jetzt? Knapp 5 Minuten, oder? 4 Minuten oder irgendwas sind wir da jetzt rumgefahren, aber
Zumindest hat es nicht Achievement gegeben. Gut, dann sind wir damit durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.